So, wir haben wieder volle Lebenspunkte, volle Mana. Können wir ein paar mehr Zombie-Piraten töten gehen? Um deren Herzen an einen Tentakeldämon zu verhökern. Ja, wir sind schon richtige Helden. Wie kriegen wir die Tür da auf? Hier ist kein Schalter. Außer hier sind irgendwelche Schalter versteckt. Ah, dann werden das wahrscheinlich die Türen sein, die man nur öffnen kann mit dieser Schalterorgie hier hinten. Das kann ja noch lustig werden. Aber hier war gerade ein Pirat. Ah, die sind ganz schön schnell mit dem Angreifen. Also da kann man keine zwei Schläge setzen, bevor man zurückgeht. Ja, genau du. Irks. Ah, wir scheinen echt etwas zu treffen, aber schon mal gut. Nein, noch so ein rundes Loch. Hier gibt es einen alten Schatz, der Heilung dir verspricht. Ein Stück aus Gold zeigt dir den Platz, denn anders geht es nicht. Ein Stück Gold? Da haben wir jede Menge von. Hoffentlich meint er wirklich nur eine Goldmünze. Sauber. Ah, ein Altar. Hat er nicht was von einem Schatz gefaselt? Ah, bestimmt ein Übersetzungsfehler. Ah. Na gut. Falls wir irgendwann mal wirklich zu viel Schaden bekommen, können wir uns da wenigstens kurz heilen. Aber, naja. Hier gibt es einen alten Schatz, der Heilung. Der Heilung dir verspricht. Ja, das macht denn schon Sinn, dass es ein Altar ist. Aber trotzdem. Mecker, Mecker, Nörgel, Nörgel. So, und die Türen gehen jetzt alle nur mit den Schaltern auf. Das heißt, wir setzen uns jetzt in den Raum und probieren einfach mal aus, was passiert, wenn wir da so rumdrücken. Im Idealfall müssen wir einfach nur jeden Schalter einmal bedienen und dann gehen alle Türen auf. So wie in einem Zellenblock im Gefängnis. Aber das wäre wahrscheinlich zu viel verlangt. So, jetzt gleich links. So, jetzt war erstmal hier ein Raum mit drei Schaltern. Den nehmen wir mal zuerst. Wir wollen es ja nicht unnötig kompliziert machen. So. Wir haben fünf Türen unten, fünf Türen oben und fünf Türen dahinter. Und wir haben drei Schalter hier. Ha, so könnte es auch zusammenhängen. Also wir drücken jetzt den Schalter hier, dann sprechen wir damit die untere Reihe an. Und mit den Schaltern dann die einzelnen Türen. Wenn wir den zweiten Schalter drücken, sprechen wir die zweite Reihe an. Und mit den fünf Schaltern dann die einzelnen Türen. Probieren wir nochmal. Keine Tür auf. Und jetzt gehen wir zu den Fünfern. Und drücken den ersten. Ah, so viel zu der Theorie. Sind immer noch alle zu. Den zweiten können wir auch drücken, ohne dass der erste wieder hochgeht. Ha. Also wir haben jetzt alle fünf Schalter hier gedrückt. Da ist nichts passiert. Dann drücken wir jetzt den ersten wieder zurück. Und drücken wir den zweiten. Hm. Das ist eine sehr komische Tür. Oh, oder vielleicht aktiviert es einfach nur die Druckplatten. Das wird es natürlich auch erklären. So, jetzt probieren wir ganz kurz. Wir haben jetzt alle Schalter gedrückt, also alle acht. Jetzt probieren wir mal die Druckplatten aus, mal gucken, was passiert. Der Schalter war nur für die Tür, ne? Ja. So, jetzt haben wir... da unten die erste Tür, die wir eigentlich nur mit der Druckplatte öffnen können, die sich aber nicht bewegt hat vorhin. Jetzt bewegt sie sich. Okay. Wir haben echt eine grobe Kelle, wenn wir mal treffen. So, was haben wir denn da?
ein goldenes Fleischsymbol. Schön, schön. Jetzt, wo wir hier auch ein Altar haben. So, da oben waren wir auch noch nicht. Und der geht auch. Also so viel zu meiner Theorie, dass man hier nur einen von den drei Schaltern klicken muss. Anscheinend gibt es doch gar kein wirkliches... Schlag in den Rücken. Anscheinend gibt es doch kein wirkliches Schalterrätsel. Man muss einfach nur alle drücken. Was ziemlich komisch ist. Ah, Herz Nummer 3. Heiltrank? Den brauchen wir nicht. Wir können erstmal uns so heilen. Müssen ja nicht unnötig Ressourcen verschwenden. Hm? Viel einfacher wäre es natürlich, wenn wir einfach ein Stemmeisen finden würden. Dann könnten wir uns hier nämlich von einem Raum zum anderen durchbrechen. Aber naja. Da hätten sie diesen Zauber hier auch ruhig benutzen können. Dieses Wiederherstellungsdingens. Oder irgendeinen von den Angriffszaubern, dass man die Umgebung so ein bisschen kaputt machen kann. Auch wenn das für so ein altes Spiel wahrscheinlich zu viel verdankt ist. Zerstörbares Terrain. Lea. Hier hat sich schon jemand bedient. Ich mag keine leeren Kisten. Aber schön, in jedem Raum eine Kiste. Auch wenn sie teilweise leer sind. Kann ich mir wieder Hoffnung machen, dass wir bald mal eine Rüstung finden. Und eine Goldmünze. Ha. Na gut, vielleicht geht das Spiel davon aus, dass man nicht unbedingt den Parseval findet, der uns ja 4 Münzen geschenkt hat. Denn wenn wir ihm nicht geholfen hätten, dann hätten wir jetzt nur 2 Münzen oder so, statt 6. Also es ist meistens so, dass die Rätselslösung irgendwo genau in dem Dungeon ist, wo man gerade ist und nicht außerhalb. Da hast du noch einen Sack, den wir mitnehmen können. Wir haben echt viel zu viele Container inzwischen. Sollten wir eigentlich mal ausmisten, aber wegschmeißen. Ein gelber Lederbeutel. Mit nichts drin. Bist du wenigstens kleiner? Nö. Was ich dabei gedacht habe, ist echt komisch. Also klar, es hilft, wenn man mehrere Container hat, um so ein bisschen zu sagen, okay, der Container, der jetzt gelb ist, ist für Waffen, der weiß ist, ist für dies und das. Aber wir haben jetzt schon 5 Stück. So viel sortieren, ist ein bisschen übertrieben. So, nächste Kiste, nächstes Glück. Rüstung? Ne, rotes Fleischsymbol. So, die zwei machen wir jetzt auch noch. Dann schauen wir kurz zur Krake. Ich bin ein bisschen neugierig, wie die nächsten Rätsel in Anführungszeichen sind. Denn das erste Rätsel war ja ein Witz. Das war ja eigentlich nur eine Antwort. Bau die Kiste aus Holz. Ah, noch ein Herz. War das überhaupt Holz? Was sagt unser Journal? Das erste der 8 Rätsel besagt, dass die Truhe mit den Kräften unbesiegbaren Eisen gebunden werden muss. Was immer für eine Art eiserne Fessel dies ist, ich muss sie finden. Gut, die Kiste muss aus Eisen sein. Aus hartem Eisen. Hätte man sich irgendwie denken können. Und es ist, wie gesagt, kein Rätsel, es ist eine Aussage. So, jetzt haben wir noch den Raum da rechts. Mit noch einer Truhe und keinem Piraten. Heiltrank. Davon haben wir inzwischen auch eine ganze Menge. Oh, geht. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Das erinnert so ein bisschen an ein Wimmelbild. Finde das gesuchte Objekt irgendwo versteckt unter den anderen Sachen. So, zurück zum Dämon. Der war hier ganz im Bug. Ja, Bug und Heck. Oder andersrum. Ich weiß gerade nicht, wo hier vorne und hinten sein soll. Aber schon komisch, dass die ganzen Wappen hier den Dämon darstellen und der Dämon selbst in Ketten ist.
Wie lautet der zweite Hinweis für den Bau des Behältnisses? Schmücke die Truhe mit dem geheiligten Herzen aus glänzendem Stein. Geheiligte Herzen aus glänzendem Stein? Wie lautet der dritte Hinweis für den Bau des Behältnisses? Verleihe der Truhe die Essenz des Drachenbernsteins, geboren aus Erde und Wurzeln. Also lauter Sachen, die wir noch nie gesehen und gehört haben. Das kann ja lustig werden. Denn war ich in meiner Einschätzung in den News vielleicht doch nicht so richtig, dass wir schon halb durch sind. So, also jetzt haben wir noch die fünf Türen da und irgendwo ging es nach oben. Da ging es nach oben. Also haben wir jetzt noch vier Herzen oder fünf? Oh, ich hätte ihm noch eins geben können. Naja, egal. Also ja, das war wohl ein Übersetzungsfehler. Er gibt echt keine Rätsel auf, sondern er sagt, was wir machen müssen. Das war zu weit. Und ich habe irgendwie den Verdacht, oh, hier ist ja keine Druckplatte. Und ich habe den Verdacht, wenn wir ihm alle Herzen gegeben haben, ist er frei und greift uns an. Aber da müssen wir mal gucken. Da ist aber eine Druckplatte. Hier, nee, ein weiter. Huh. Okay. Dann halt so. Oh, Teleporter. Nee, da will ich meinen Sack wieder haben. Und wir schmeißen stattdessen. In welchem Sack waren die Steine? Ja, was hilft Ordnung, wenn man sich nicht merkt, wo man was hinordnet? Eins, zwei reichen. Gut. Und wofür ist der Schalter hier? Oh, mach die Tür zu. Oder auch nicht. Na gut. Drücken wir ihn einfach mal für den Fall, dass wir hier nicht wieder reinkommen und... Hä? Ich mach das gerade nicht. Ich habe einfach nur nach vorne gedrückt. Das Spiel dreht automatisch um. Also ich probiere gerade den Stein zu werfen und das ging irgendwie auch eben gerade. So. Ich wusste nicht, dass man Gegenstände werfen kann. Weil vorher jedes Mal, wenn ich versucht habe, was zu werfen, dann bin ich einfach nur einen Schritt vorgegangen. Aber gut, wir haben es wohl in den Teleporter reingeschmissen und wir haben ein Klickgeräusch gehört. Drücken wir nochmal... Oh. Irgendwas werfen. Gegengift. Ich habe kein Klickgeräusch. Das ist nicht gut. Steine waren hier drin. Nee, nicht den großen, das werden wir nicht schmeißen können. Klein. Immer noch kein Klick. Wahrscheinlich sind die Steine irgendwo auf der Druckplatte gelandet und die ist jetzt aktiv, egal was wir drauf schmeißen. Na gut, dann müssen wir halt wohl. So wieder raus. Das ist ein komischer Schalter. Na gut, also wir haben jetzt einen Stein reingeschmissen in irgendeinen Teleporter und der hat eine Druckplatte aktiviert und die hat anscheinend die Türen hier aufgemacht. Na gut. Den nehmen wir mal mit, denn wir haben langsam keine Steine mehr. Eine Truhe mit einer Rüstung. Ne, noch ein Block. Aber gut, davon haben wir schon ein paar verbraucht. Das war's in der Tür. Was ist mit ihr hier? Okay, da kriegen wir gleich eins auf den Deckel. Heilen wir uns doch mal vorher. Also wir müssen aber noch ganz schnell da rein, das mitnehmen und wieder raus. Einmal Weibernblut, was machte das? Granit in der Haut des Schutzes. Na gut. Sonst nichts.